Malte? Malte? Malte, bist du eher zu Hause? Das kann nicht wahr sein. Oh Gott. Sandra? Sandra ist wieder da. Du musst sofort kommen. Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob Grill oder eher Richtung Italiener. Es wird auf jeden Fall wie üblich ein Fünf-Sterne-Menü. Wie immer, ne? Wie immer. Was kommt da denn? Guck mal, ein Feuerlöscher hinten raus, ne? Ja. Hallo? Wieso brennt hier eine Puppe? Hä? Wieso brennt hier eine Puppe? Oh. Es sieht für die Beamten so aus, als ob die Puppe mit Absicht in Brand gesteckt wurde. Polizeioberkommissar Alexander Henke und Kriminaloberkommissar Linus Haie wollen die Bewohner dazu befragen. Wer verbrennt? Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Hallo, wir sind von der Polizei. Hallo, können Sie mich hören? Zur Kegelstraße, können Sie mich hören? 50 nach Treppensturz. Scheiße. Ja, ich darf verstanden, habe ich mit einer RTW in Kegelstraße. Wer rast aber? Ach, oh, scheiße, 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 scheiße. Junge Frau? Du bist bewusstlos, ne? Ja. Ich hätte hier was genommen, warum rennt ihr mit der Messer hier? Oh mein Gott! Was ist hier passiert? Hallo, mein das Gott, wissen wir auch nicht. Meine Cousine. Ja, lassen Sie die mal in Ruhe. Der RTW kommt, die ist gerade die Treppe runtergefallen. Wie kommen Sie hier hin sofort? Sie hat mich angerufen. Oh mein Gott, ich habe nicht gewusst, dass sie das ernst meint. Was meint sie ernst? Sie hat mich angerufen, dass jemand sie beobachtet oder jemand im Haus ist. Die Beamten können bei einer ersten Durchsuchung keine Spur von einem mysteriösen Beobachter finden. Doch warum geriet die junge Frau, die eben die Treppen herabgestürzt ist, so in Panik? Schritt für Schritt analysieren die Beamten. Hier ist das Handy von ihr, da ist auch jetzt nichts drauf. Dass sie irgendwie angerufen wurde oder so. Also es ist, sie muss irgendwie aufgeschreckt worden sein von irgendwas, irgendwem. Also wir haben nichts gefunden, alle Türen sind verschlossen. Sie haben nur einen Schlüssel oder kennen Sie noch jemanden, der noch einen Haustürschlüssel hat? Nee, eigentlich nur Ihr Ehemann. Okay, gibt's da irgendwie Stress mit dem oder irgendwas? Nein, sie hat mich halt vorhin schon den ganzen Tag so panisch angerufen. Ja. Und meinte, dass halt irgendjemand im Haus ist und vor 3 Jahren ist ihr was ganz, ganz Schlimmes passiert. Da wurde sie gestalkt und also richtig heftig von ihrem Chef damals. Ja. Und für den ist sie aber nicht mehr tätig. Nee, der hat sie ja noch entführt. Ach. Ja, und dann hat er sie für ein paar Tage eingesperrt. Und das hat sie immer noch nicht verdaut. Also es ist eigentlich besser geworden. Sie hat eine Therapie gemacht und... Und jetzt fängt das alles schon wieder an. Ist der verurteilt worden, der Chef? Haben Sie mal einen Namen für uns? Der sitzt im Gefängnis. Deswegen habe ich sie auch irgendwo nicht ernst genommen. Ach, der sitzt richtig ein? Ja. Hat er das alleine gemacht? Hat er eventuell einen Mittäter gehabt oder ähnliches? Nee, also der war unsterblich verliebt in sie. Ich weiß nicht, ob der da jemanden... Klassiker. Mhm. Also der sitzt noch, wie heißt denn der? Rainer Vogelberg. Hast du gesehen, hier unten ist so ein Handy oder sowas, ne? Dass in der Küche eine Fernbedienung liegt, kommt den Beamten seltsam vor. Während Alexander Henke damit den Fernseher überprüft, veranlasst Linus Haie eine Personenabfrage nach dem verurteilten Stalker. Was? Junge Frau hat hier mal einen Schock. Das sind Zeitungsartikel, ne? Von damals. Von damals? Erinnerst du dich noch, Fortsetzung? Krass. Oh also, die hat eine DVD geguckt. Bürgerin 2 Tage lang gefangen gehalten, Chef war krankhaft, unsterblich verliebt in eine Mitarbeiterin, junge Frau in Duisburg. Das sind die Zeitungsartikel. Das ist das vor 3 Jahren? Ja. Das heißt, und hier unten siehst du den? Erinnerst du dich noch? Fortsetzung folgt. Also diese DVD läuft hier wahrscheinlich nicht Tag ein, Tag aus, oder? Die müssen wir sicherstellen.
Ja, dann kannst du direkt mal die Spurensicherung hinterher machen. Also hat sie recht gehabt, dass die ganze Zeit jemand sie beobachtet hat, oder was? Ja, sitzt dieser Rainer Vogelberg? Egon, hört. Das klärt der Kollege gerade. Also ich habe das mal überprüft hier, da sitzt tatsächlich ein Rainer Vogelberg in der JVA wegen der Entführung von vor 3 Jahren. Das heißt, er sitzt aktuell ein, jetzt, heute. Fällt der schon mal raus. Ja, okay, besten Dank. Falls du da noch etwas anderes ermittelst, lass es mich wissen. Die Vermutung liegt nahe, dass das ehemalige Stalking-Opfer gezielt an das damalige Verbrechen erinnert werden sollte. Die junge Frau ist glücklicherweise kaum verletzt, aber stark traumatisiert. Entschuldigung, wir haben leider gerade nicht das Vergnügen gehabt, uns einmal vorzustellen. Das ist Henke von der Polizei und wir haben gerade ein Video gesehen, ein DVD, wo Zeitungsartikel von Ihnen, sagen wir mal, dargestellt wurde. Wo haben Sie denn die DVD her? Da ist jemand im Haus. Wir haben das ganze Haus abgesucht, es ist niemand da. War vorhin jemand im Haus? Da ist jemand im Haus. Also ich glaube, sie steht stark unter Schock. Ne? Da der damalige Täter ausscheidet, muss es jemand anders sein, der das Opfer gut kennt. Möglicherweise aus dem direkten Lebensumfeld. Der Ehemann des Opfers soll befragt werden. Haben Sie ihn erreicht? Ich habe ihn erreicht. Ja. Ich muss Ihnen aber noch was sagen. Okay. Also in der letzten Zeit hat das wirklich sehr stark zwischen den beiden gekriselt und sie also doch. Ja, ganz, also in der letzten Zeit halt, ne? Am Anfang war das alles super und in letzter Zeit ging das total in die Brüche und also sie wollte sich sogar trennen. Oh, und worum ging's? Was war der Anlass? Also das läuft halt zwischen denen nicht mehr. Sie hat halt keine Gefühle mehr für ihn und die streiten sich ständig und was sagt er dazu? Da rede ich mit ihm auch nicht okay, so drüber. Wie sind Sie mit dem verblieben? Also er weiß jetzt Bescheid und er wird doch natürlich so schnell wie es geht kommen. Ja? Ja. Okay. Mhm. Das am Tatort gesicherte Beweismaterial wird untersucht. Vielleicht gibt es Fingerabdrücke oder Faserspuren. Gleichzeitig wird das Opfer befragt, mit dabei der Ehemann und die Cousine. Also Sie haben aber niemanden ins Haus kommen sehen, haben auch niemanden reingelassen und Sie waren auch alleine. Sie waren wahrscheinlich beruflich unterwegs, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Ich war auf Außendienst. Und Sie sind dann direkt nach Hause gekommen? Sofort, sobald ich den Anruf hatte, bin ich sofort gleich hin. Das ist schon mal gut. Ist denn vor diesem Ereignis irgendwas passiert? Ist Ihnen irgendwas aufgefallen, was darauf hindeutet, dass schon jemand etwas vorbereitet hat schon? Vor dem heutigen Tag? Irgendwas Verdächtiges also, wenn ich in der Nachbarschaft? Kann, ja, gerne. Sie hat schon die letzten Wochen mehrmals geäußert, dass da Vorfälle, also dass sie sich zumindest beobachtet gefühlt hat. Und okay. Also diese Angstzustände, die sie damals hatte, das ist alles wieder angefangen. Mhm. Und es ist eigentlich echt schon viel, viel besser gewesen. Ja? Sie hat schon so eine Fortschritte gemacht. Ja. Sind Sie in Therapie deswegen gewesen? Psychotherapie? Ja. Ja. Aufgrund der Umstände, dass wir hier zum Beispiel dieses Nachthemd gefunden haben an der Puppe. Der Kollege hat hier eben noch eine Kette. Das deutet so ein bisschen darauf hin, weil die Dame ist ja auch in gleichen Umständen mehr oder weniger gefunden worden. Mit einem roten Nachthemd, einem T-Shirt. Mit Fußfessel. Und gefesselt. Und jetzt wieder die Fußfessel und wieder das Nachthemd. Und wer kann das nur wissen? Der Täter. Das muss dieser Vogelberg gewesen sein. Es kann doch nicht sein, dass der schon wieder meine Frau attackiert. Das kann auch nicht sein, weil es gibt kein besseres oder wasserdichteres Alibi als das, was unser Herr Vogelberg hat. Der sitzt nämlich tatsächlich im Knast, wir haben es überprüfen lassen. Der hat den ganzen Tag die JVA nicht verlassen, gestern nicht, vorgestern, die letzte Woche nicht, weil er hat nicht mal mehr Freigang. Also er ist da raus. Es muss noch irgendeinen Unbekannten geben, den großen Unbekannten Mr. X. Der Unbekannte ist bestens informiert. Offensichtlich war er auf dem Grundstück und im Haus, ohne dass es Einbruchsspuren gibt. Der Ehemann gerät in Verdacht, schließlich gibt es Eheprobleme. Wir hörten, dass es in Ihrer Ehe, ich sage es mal, nicht so ganz so rosig ist, wie es mal rosig war. Ja, das wird in jeder Ehe so sein. Also ja, aber es gibt da schon wohl auch Absichten seitens Ihrer Frau, da vielleicht auch konkreter zu werden und vielleicht die Beziehung mal zu beenden. Ja. Das ist ja schon doch etwas Massiveres, wo nicht unbedingt in jeder Ehe direkt darüber diskutiert wird. Sicher nicht. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie Sie darüber wissen, aber ich weiß davon Bescheid auf jeden Fall. Ja. Es hat auch folgenden Grund, dass uns diese Entführungsgeschichte halt schon seit langem belastet. Also das ist schon seit, vor 3 Jahren wurde sie entführt, vor 2 Jahren haben wir geheiratet. Und dann hat sich das wirklich die ganze Zeit durch unsere Ehe durchgezogen. Ich habe ihr immer Thema. Beistand geleistet, sie ist immer sehr gereizt. Ja. Es ist einfach schwer, manchmal mit ihr klarzukommen. Verstehe.
Details raus. Und sie vergisst Sachen, macht mich dafür verantwortlich und ich weiß auch nicht, wie ich damit weiter umgehen soll. Haben Sie auch schon angedacht, sich zu trennen? Oder kam das bei Ihnen? Ich habe wirklich auch kaum noch Kraft, aber ich liebe sie so sehr, dass es eigentlich für mich sehr schwierig ist. Wir wollen ihr beistehen. Mit Sicherheit. Also ich habe manchmal habe ich halt ihr auch dann mehr Freiraum gegeben, habe ihr dann mich nicht mehr um sie kümmern können, einfach weil es zu viel für mich war. Habe ich sie vielleicht ein bisschen abgewiesen und ich kann mir vorstellen, dass das ist, was sie dazu bringt, dass sie sich von mir trennen möchte. Also wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie vor 2 Jahren geheiratet, vor 3 Jahren war dieser Vorfall. Wie lange kannten Sie sich davor schon? Ja, davor kannten wir uns auch schon seit 1,5 Jahren. Okay, also begleitet die Ehe quasi die gesamte, das gesamte Mithyrium durch. Ja, ist belastend, das ist ganz klar. Belastend ist für das Opfer auch, den Albtraum der Stalking-Entführung nochmal zu durchleben. Was abgeschlossen schien, beginnt von Neuem. Und diesmal ist nicht nur die junge Frau bedroht. Wenn Ihnen nichts weiter einfällt, ja? Ja. Das war im Briefkasten der Familie. Das war im Briefkasten der Familie. Haben wir da Fingerabdrücke gesichert? Ich bin aus einem Erkennungsdienst. Das war in Ihrem Briefkasten? Das bin ja ich. Würde ich auch sagen. Aber wie kommt das denn in unser Briefkasten? Das habe ich geschossen, das Foto. Das haben Sie geschossen? Wem haben Sie das gegeben? Ich meine, das muss jemand in den Briefkasten gesteckt haben. Ich meine, wie kommt das dann? Ich habe es mit unserer Kamera gemacht. Ich kann mir das nicht erklären. Haben Sie irgendwo auf sozialen Plattformen? Der will mich abknallen. Was ist da los? Also, da müssen wir auf jeden Fall was tun. Brauchen Sie einen Arzt? Ich glaube, Sie müssen ein bisschen anfrischen. Schatz, soll ich ins Krankenhaus bringen vielleicht? Ja. Ist das in Ordnung? Wollen Sie die wirklich fahren oder sollen wir einen Rettungswagen holen? Nee, ich bringe sie auf jeden Fall. Ich werde meine Frau dorthin bringen. Okay. Alles Sandra, bleibst du hier bei den Polizisten und hältst uns auf dem Laufenden? Genau. Ja, ich mache alles, was ich kann. Alles Gute. Okay. Pass bitte auf sie auf. Einen Moment noch, einen Moment. Was ist hier? Warum ist das hier so komisch? Haben Sie das bearbeitet, das Bild? Weil das ist hier irgendwas keine Ahnung, sieht aus, als ob irgendwie gefotoshoppt wurde, ne? Das haben Sie ja sicherlich noch auf dem Handy, das bitte nicht löschen. Ja, das gucken wir uns später nochmal. Das Original wollen wir nochmal sehen. Kümmern Sie sich um Ihre Frau, das ist jetzt noch viel wichtiger. Alles andere finden wir raus. Wir telefonieren später noch, okay? Okay. Will man ihr jetzt Angst machen, dass ihr Mann vielleicht auch Opfer einer Straftat werden kann? Oder ist eigentlich gar nicht sie gemeint, sondern er? Das sind alles so Fragezeichen, die das aufgeworfen hat. Für uns müssen wir weiter ermitteln und wir hoffen uns ja auch von unseren auswärtigen Ermittlungen jetzt mehrere Ansätze. Norbert, wir haben jetzt ein Problem. Die wird gerade renoviert, die JVA, und die haben keine Besuchsräume frei. Die werden nämlich gerade alle gestrichen. Oh Gott, was ist denn das? Ja. Dann versuch's noch mal, dass wir ihn hierher kamen. Dann sollen sie ihn mit der grünen Minder hier rüber transportieren. Wir müssen mit dem Kerl sprechen, das hilft nichts. Alles klar. Wir nicht auf Malerarbeiten warten. Am besten heute. Ja. Am besten jetzt. Der Verdacht der Beamten, ein Komplize des inhaftierten Stalkers hat die Tat verübt. Auf jeden Fall jemand, der mit ihm sympathisiert und vielleicht Rache übt. Also, der wird jetzt gebracht, heute noch, im Laufe des Tages, ich konnte mir keine Uhrzeit sagen, mit einem Gefangenentransporter und 2 Justizvollzugsbeamte. Okay. Das ist gut, dann haben wir ein bisschen Zeit. Hast du die Adresse von der Frau? Hab ich dir auch. Du bist ein Schatz. Perfekt. Ne? Perfekt. Alles klar. Ist das jetzt die Frau von dem? Ja, weil da hat er seinen Freigang verbracht und das ist scheinbar seine einzige Kontaktperson zur Außenwelt. Vielleicht weiß die ja was oder ist auskunftswillig. Die Ehefrau des Stalkers hatte beim Prozess gegen ihren Mann ausgesagt. Aber vielleicht hat sie sich mit ihrem Mann versöhnt und will ihn rächen. Ein Besuch und eine Befragung sollen das klären. Also lieb haben die sich gerade nicht. Hallo? Hallo? Plötzliche Stille. Machen Sie mal auf, bitte. Lauf? Was heißt denn hier Lauf? Wo will er denn hin? Hey! Hey! Oh, hey! Hey, stehen bleiben! Oh. Hallo, bleiben Sie mal hier! Hey, stehen bleiben, aber sofort! Ei. So, komm, ran, liegen da! Arm nach hinten! Ach, Scheiße! Ja, das ist Scheiße. Oh, abhauen ist auch Scheiße. Oh, leck mich am Arsch! Warum? So, was wird das hier? Was wollt ihr überhaupt von mir? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin... Warum hauen Sie ab? Ja, weil ihr geklopft habt. Wieso, weil wir geklopft haben? Ja, ich kann doch keinen Grund abzuhauen. Ja, das ist wohl ein Grund. Ich wollte doch hier einfach nur hier einen Kaffee trinken hier. Was ist hier los, Mensch? Beim Kaffee trinken, wenn wir da stören, müssen Sie ja nicht abhauen, oder? Ja, trotzdem. Oh, Scheiße, du. Jetzt kennen wir uns. Ich hier mit dem Kaffee. Moment mal, wer sind Sie denn überhaupt? Was ist denn hier los? Das ist mein Freund.
rein! Lasst ihn los! Lass uns ihn mal. Hören Sie mal auf mit dem Mist! Wir sind von der Kriminalpolizei! Hey! Was? Hier! Können Sie den erkennen? Oh, aber lasst ihn bitte trotzdem recht. Los! Bitte, was wollt ihr denn von jetzt uns? Bin ich ruhig! Was wollt ihr denn? Mal auslassen! Oh, Scheiße! Oh, Yannick! Was wollt ihr denn von uns? Das gibt's doch nicht! Was ist denn hier los? Wer sind denn die? Sind Sie denn Vogelberg? Gut. Ja, natürlich. Ich bin Jessa Vogelberg. Da wir Zivile immer unterwegs sind, kann es natürlich auch schon mal sein, dass der normale Bürger oder auch der Verbrecher uns nicht für als Kriminalbeamten identifiziert, logischerweise gleich. Und deswegen hat die jetzt Angst gehabt von einem Schlägertrupp, der wir natürlich offensichtlich nicht sind. Ich finde auch nicht, dass wir so aussehen, aber wenn man halt in der Situation ist, in der sie ist, kann es natürlich sein, dass der Adrenalinpegel eh recht hoch ist. Genau. Und dann guckt man halt durch so einen kleinen Spion, da stehen zwei Typen, die ich nicht kenne. Und dann kann man natürlich auch mal überreagieren und glauben tatsächlich, dass da jemand vor der Tür steht, der einem Böses will. Schau mich an! Wo kommen Sie denn jetzt her? Hallo? Ich muss das klären, haben Sie mit ihr gesprochen? Wir haben noch mit gar niemandem gesprochen, bitte. Seien Sie so nett, lassen Sie uns mal eben unsere Arbeit machen, bitte, ja? Jetzt warten Sie einen kleinen Moment. Ich muss wissen, was da ist. Ja, wir müssen es ja eben erstmal selber klären. Sie sehen ja, was hier für ein Chaos ist. Ja, bitte. Noch einen Moment im Regen stehen bleiben hier, wir sind gleich wieder da. Die Ehefrau des inhaftierten Entführers hat einen neuen Freund. Anscheinend haben die beiden aber etwas zu verbergen. Der Grund für die Flucht? Ich dachte, Sie wären Freunde von meinem Mann, Rainer. Ja. Der ist im Gefängnis seit 3 Jahren und ich habe ihn jetzt vor 2 Jahren das letzte Mal gesehen und der dürfte nie wissen, dass ich... Moment. Vor 2 Jahren? Vor 2 Jahren haben Sie ihn das letzte Mal gesehen. Wenn er Freigang hatte, war er nicht hier? Nein. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt nicht sehen musste. Jetzt erzählen Sie mal weiter, okay. Also, ich habe ihn jetzt seit 2 Jahren nicht mehr gesehen und habe mich in Yannick verliebt. Und das darf aber keiner wissen, weil wenn Rainer das mitkriegen würde, der würde uns ja töten sozusagen, uns die Hölle heiß machen und... Nur Yannick und ich müssen uns halt heimlich treffen. Er stellt sich die Frage, wo haben ihn seine Freigänge hingeführt? Weil die Aussage von Frau Vogelberg hinsichtlich der Tatsache, dass sie ihn seit 2 Jahren nicht gesehen hat, also auch nicht während seiner Freigänge, fand ich also schon mehr als glaubhaft. Und so gut, glaube ich, ist sie im Lügenfach auch nicht, dass sie uns da einen vorgespielt hat. Also nee, ich denke schon, sie war glaubhaft. Ja, sie hatte tatsächlich keinen Kontakt, also müssten wir jetzt natürlich wissen, wo war er denn? Also sonst auch keinen Kontakt, irgendwie auch keinen über andere Kontakt. Nein, ich bin ja froh, dass ich nichts mit Ihnen zu tun habe. Entschuldigung, das hört sich gemein an, aber ich habe mit Ihnen abgeschlossen. Also für uns ist es halt ganz, ganz wichtig zu wissen, wo er während seines Freiganges war, weil er kann es heute Morgen mit dieser Puppe nicht gewesen sein. Das heißt, er muss es irgendeinem Vertrauten weitergegeben haben. Und da sind Sie uns natürlich als Erste eingefallen. Ja, können Sie sich ja vorstellen. Hat Ihnen vielleicht damals auch erzählt, was er da gemacht hat, oder? Ja, hat er mir, aber... Wo waren Sie denn heute Morgen um 10 Uhr? Ja, arbeiten. Ich bin Kassiererin an der Kasse im Supermarkt. Okay. Und Sie? Ja, ich bin LKW-Fahrer. Ich fahre für Logistik. Und Sie werden heute auch arbeiten? Ja, richtig. Die Arbeitgeber des Pärchens bestätigen die jeweiligen Alibis. Damit scheiden beide aus dem Kreis der Verdächtigen aus. Die Cousine des Opfers will wissen, ob die Kripo einen Verdacht hat. Aber darüber dürfen die Beamten während der laufenden Ermittlungen nicht sprechen.